In den windgepeitschten Canyons Nordamerikas hat sich der Lauf der Zeiten im Gestein verewigt. Hier liegen Geheimnisse begraben, Reste einer fernen Vergangenheit, in der das Land ganz anders aussah. Damals war der Kontinent noch jung, war Nordamerika wirklich ein Jurassic Park. Nordamerikas vor 68 Millionen Jahren. Das prähistorische Montana hatte kaum Ähnlichkeit mit dem heutigen. Soweit das Auge reicht, überziehen üppige grüne Wälder die Ebenen. Genährt von ausgiebigen Regenfällen mischen sich in den schattigen Sümpfen Farnteppiche mit immergrünen Pflanzen. Die Temperaturen bewegen sich konstant um die 24 Grad Celsius. Und die Luftfeuchtigkeit ist hoch. Perfekte Bedingungen für die Evolution der höchst entwickelten und seltsamsten Dinosaurier, die die Welt je gesehen hat. In dieser brutalen Welt kämpfen Hunderte von Spezies ums Überleben. Aus der Vielfalt urzeitlichen Lebens sollte ein Wesen sich zum König des Dschungels aufschwingen. Das entsetzlichste, furchterregendste Tier, das die Erde je betreten hat. Sein mächtiges Brüllen lässt das Blut in den Adern gefrieren. Der Boden erzittert unter seinem Tritt. Angstvoll versuchen die Tiere des Waldes, sich zu verstecken. Doch Tyrannosaurus Rex entgeht nichts. Er ist der uneingeschränkte Herrscher. Aber heute stimmt etwas nicht. T-Rex verhält sich anders als sonst. Benommen und wie in Trance stolpert er auf der Suche nach einer Wasserstelle durch den Wald. Am Flussufer bricht er zusammen. Aber er hat sich die falsche Zeit und den falschen Ort ausgesucht, um sich zu erholen. Und während er noch im warmen Sand liegt, donnert eine Flutwelle flussabwärts, den ahnungslosen Dinosaurier mit sich reißend. Ein letzter verzweifelter Kampf. Dann ertrinkt T-Rex und findet im Flussbett sein Grab. In den nachfolgenden 68 Millionen Jahren sollte der Schauplatz dieser Tragödie ungeheure tektonische Veränderungen erfahren. Aus dem einst üppig wuchernden Herrschaftsgebiet der Dinosaurier wurden die kargen Badlands von Montana. Aber T-Rex war nicht das einzige Lebewesen, das hier starb. Das Gebiet um Fort Peck ist übersät mit Knochen der letzten großen Dinosaurier, die die Erde bevölkerten. Der Dinosaurierjäger Keith Rigby von der Notre Dame University in Indiana bereitet sich einmal mehr darauf vor, diese urzeitlichen Friedhöfe aufzusuchen. Okay, guys, let's get the truck loaded. T-Rex ist wahrscheinlich der bekannteste Dinosaurier, obgleich man ihn nur in Nordamerika gefunden hat. Bis heute ist dieses Tier geheimnisumwittert geblieben. Seit 1905, nicht weit von hier, der erste Tyrannosaurus entdeckt wurde, hat man nur 19 weitere Exemplare ausgegraben. Im Sommer 1997 gelang Rigby und seinem Team der vielleicht bedeutendste Fund von allen. Auf der Fahrt nach Fort Peck erinnert sich Rigby an den Augenblick, als klar wurde, dass sie vor einer bedeutsamen Entdeckung standen. They had
Wir fanden 10 Knochen und die beinahe komplette Hand eines Tyrannosauriers. Sie waren unverwechselbar mit denen einer anderen Saurierart. Und die Knochen waren groß. Vielleicht die größten überhaupt. Rigby's T-Rex ist unglaubliche 20 Meter lang. Und dann sahen wir dieses Fossil mit seinen glitzernden 15 oder 20 Zentimeter langen Zähnen. Kohlrabenschwarz leuchteten sie uns aus dem tristen grauen Sandstein entgegen. Eine regelrechte Euphorie packte mich, wie ich sie nie zuvor erlebt hatte. So muss man sich fühlen, wenn einem der Oscar verliehen wird. Das hier fanden wir als erstes, die Klaue. Nun wussten wir, dass wir es mit einem fleischfressenden Dinosaurier zu tun hatten. Der Fingerknochen bewies, dass die Klaue zum Finger einer Hand gehörte. Aber erst dieser Fußknochen mit seiner für große, fleischfressende Dinosaurier typischen Vertiefung gab uns die Gewissheit, dass wir einen T-Rex entdeckt hatten. Tyrannosaurus Rex stampfte vor 65 bis 70 Millionen Jahren durch Nordamerika. Bei einer durchschnittlichen Länge von 15 Metern und einem Gewicht von 6 Tonnen erreichte er die Größe eines zweistöckigen Hauses. Gut 30 Stundenkilometer schnell war er der ultimative Beutegreifer. Die Lage der Knochen im Sediment eines urzeitlichen Flusses lässt vermuten, dass der Dinosaurier ertrunken ist. Geschwächte Dinosaurier oder solche, die lebensgefährlich verletzt waren, wanderten vielleicht zum Wasser, wie das auch heute viele große Säugetiere tun. Elefanten beispielsweise suchen in Notzeiten ihre Wasserstellen auf. Nicht nur die Größe von Rigby's T-Rex war erstaunlich. Völlig unerwartet legte sein Team 2 weitere Tyrannosaurier frei, einen Erwachsenen und einen Halbwüchsigen. Lange Zeit waren Wissenschaftler der Meinung, T-Rex sei ein Einzelgänger gewesen, der allein lebte und jagte. Aber diese gemeinsam begrabene Gruppe könnte darauf hindeuten, dass er sich sozial verhalten hat. Es könnte eine soziale Struktur vorhanden gewesen sein. Vielleicht haben sie sich um verletzte Artgenossen gekümmert, Nahrung für Geschwister herbeigeholt, jedenfalls in einer wie auch immer gestalteten sozialen Gruppe gelebt. Denn allein hätten sie es sicher nicht geschafft. Das ist er, der kleinste Knochen im Fuß des Tyrannosaurus Rex. Sein Fuß hatte 3 Zehen. Das ist sozusagen das unterste Ende des riesigen Fleischfressers. Stellen Sie sich ein etwa 15 Meter langes und 6 bis 8 Meter großes angriffslustiges Tier vor. Kein anderes Lebewesen war vor seiner Fresslust sicher. T-Rex herrschte in der späten Kreidezeit, der letzten von 3 geologischen Perioden, die das Mesozoikum bilden, welches man auch als Zeitalter der Reptilien bezeichnet hat. Am Beginn des Mesozoikums, vor etwa 245 Millionen Jahren, stand die Trias. Es folgte der Jura, der vor 205 Millionen Jahren begann. Und es ist die Periode des nordamerikanischen Juras, die Dinosaurier berühmt machte. Im 19. Jahrhundert war der größte Teil des amerikanischen Kontinents noch wild und unerforscht. Von Dinosauriern hatte kaum jemand etwas gehört. Doch das änderte sich. 1877 sollte ein zufälliger Knochenfund ein wahrhaftes Fossilienfieber, den sogenannten Bone Rush, auslösen und damit die erbittertste Fehde in der Geschichte der Paläontologie.
Edward Cope aus Philadelphia war intelligent und habgierig. Er suchte über die Fossilien den Ruhm. Sein Rivale O.C. Marsh war nicht weniger ehrgeizig. Doch er hatte genug Geld, um das, was er wollte, zu kaufen. Der Kampf der beiden Männer konzentrierte sich auf eine Fundstätte in Wyoming, Como Bluff genannt. Die Felsen dort sind im Jura entstanden. Wie ihre Kollegen aus dem 19. Jahrhundert suchen auch neuzeitliche Fossilienjäger, wie der unabhängige Wissenschaftler Bob Bucker, in den Felsen von Como Bluff nach Dinosauriern. Für Bucker ist das hier der wirkliche Jurassic Park. In Como Bluff hat man die ersten vollständigen Skelette gefunden. Nicht eins oder zwei, sondern Dutzende. Die ersten wurden von zwei Männern entdeckt, die für die Eisenbahn arbeiteten. In einem Telegramm an die Yale University beschrieben die beiden ihre Entdeckung. Marsh schickte sofort einen Scheck über $75 und ein Team, das ihnen beim Graben helfen sollte. Nach zwei Jahren hatten Marshs Leute mehr als 30 Skelette von gigantischen pflanzenfressenden Dinosauriern freigelegt. Was man nicht gefunden hatte, war ein entsprechend großer Fleischfresser. Im Sommer 1879 schnüffelten auch Copes Männer in Como Bluff herum, voller Hoffnung, Marsh im Rennen um die Entdeckung des ersten Fleischfressers zu schlagen. Und sie knackten den Jackpot und legten das vollständige Skelett eines Allosaurus frei. Marshs Männer fanden nie heraus, wer dort gewesen und was mitgenommen worden war. Alles, was sie sahen, war ein großes Loch. Doch das erste vollständige Skelett des gigantischsten fleischfressenden Dinosauriers, den man bis dahin gefunden hatte, er war in Kisten verpackt worden, wurde auf dem Weg nach Philadelphia gestohlen. Der Vorgang geriet in die Schlagzeilen. Marsh machte in der Presse seinem Ärger Luft. Die Schlacht um die Knochen wurde nun auf den Titelseiten ausgetragen und beide Rivalen wetteiferten darin, sich gegenseitig zu diskreditieren. Doch Cope und Marsh hinterließen der Wissenschaft ein erstaunliches Erbe, trotz ihrer Fehde. Während ihrer ununterbrochenen 25-jährigen Rivalität entdeckten sie 176 neue Dinosaurierarten, darunter so bekannte wie Apatosaurus, Stegosaurus und Diplodocus. Cope und Marsh hatten eine Horde furchteinflößender Kreaturen auf eine ahnungslose Welt losgelassen. Nun war die Bühne frei für die wahre Geschichte der Dinosaurier. Das ist die Morsen-Formation, eine der spektakulärsten Sedimentablagerungen der Erde. 300 Meter tief und 150 Millionen Jahre alt geht ihre Entstehung auf die Jura-Periode zurück. Heute ist sie der größte bekannte Dinosaurierfriedhof. Dieses urzeitliche Felsmassiv, das sich von New Mexico 2000 Kilometer nach Norden bis nach Kanada und 1100 Kilometer nach Osten von Idaho bis Nebraska erstreckt, birgt Geheimnisse aus einer Zeit, in der die Erde, wie wir sie kennen, noch nicht existierte. Lange bevor Dinosaurier erstmals auftauchten, waren die Kontinente in einer gigantischen Landmasse, Pangea genannt, miteinander verbunden. Während der Jura-Periode zerbrach der Urkontinent Pangea in zwei Teile. Oberhalb des Äquators gelegen, wurde Nordamerika Teil des neuen Kontinents Laurasia. Doch auch damals hatte Nordamerika noch nicht seine heutigen Umrisse. Kalifornien war mit Wasser bedeckt und lag so weit nördlich wie heute Alaska. Unzählige Vulkane prägten die Landschaft. Vulkanische Asche lag in der Luft und es war heiß und trocken. Sogar im Osten, in New Jersey, hat man Dinosaurierfossilien gefunden. Aber nur die Felsmassive im Westen enthalten Reste aus dem Jura,
Sie enthüllen, dass das Land seinerzeit flach war und dass die Rocky Mountains erst 150 Millionen Jahre später entstanden. Während der Regenzeiten ließen gewaltige Wassermassen eine üppige Vegetation entstehen. Fortwährend spien Vulkane, Gas und Asche. Im Frühling kam es zu Überschwemmungen. Erdstöße veränderten die Landschaft. Flussbänke wurden fortgeschwemmt und Ebenen von den Fluten verschlungen. In dieser uns fremden Landschaft entwickelte sich eine atemberaubende Vielfalt pflanzenfressender Dinosaurier. Der seltsamste unter ihnen war Stegosaurus. Das zu den Stacheldinosauriern gehörende Tier trug auf seinem Rücken zwei Reihen von Knochenplatten. 9 Meter lang und 4 Tonnen schwer war Stegosaurus groß wie ein Bus, was ihn zum gewaltigsten Vertreter seiner gepanzerten Familie machte. Zur Selbstverteidigung verfügte er über ein regelrechtes Waffenarsenal. Neben den 17, 60 Zentimeter hohen dreieckigen Knochenplatten auf seinem Rücken war der Schwanz mit mehreren spitzen Stacheln besetzt. Stegosaurus war einer der spektakulärsten Dinosaurier. Er besaß diese langen, scharfen Platten, die jeweils versetzt in zwei Reihen seinen Rücken hinunterliefen. Und zusätzlich hatte er Stacheln, die seitlich aus dem Schwanz hervortraten. Ein einmaliges Tier. Mit seinem Schwanz konnte er sich sehr effektiv gegen angreifende Raubsaurier verteidigen. Stegosaurus ist heute einer der best erforschten Dinosaurier. Aber etwas irritiert die Wissenschaftler noch immer. Sein nur etwa walnussgroßes Gehirn. Wie konnte ein derart riesiges Tier damit existieren? Was manchen an Klugheit fehlt, gleichen andere durch Größe aus. So auch die Sauropoden, die Superstars des Jura, die größten Landlebewesen, die es je gab. Sie waren Pflanzenfresser, die mehr als 30 Meter lang wurden. Einige Sauropoden waren zudem so hoch wie ein 5-stöckiges Gebäude. Mit ihren extrem langen Schwänzen und Hälsen fanden diese Fressmaschinen ihre Nahrung entweder hoch oben in den Bäumen oder unten am Boden. Die Riesendinos dominierten den ausgehenden Jura. Und als Pflanzenfresser waren sie eine wichtige Hauptnahrungsquelle für große Raubsaurier. Folglich mussten diese Tiere in der Lage sein, sich zu verteidigen. Die schiere Körpergröße war also sehr wichtig. Eine Verkörperung dessen war Diplodocus, was so viel wie Doppelbalken bedeutet und auf die ähnliche Länge von Schwanz und Hals des Tieres anspielt. Diplodocus war fast 27 Meter lang, mehr als 12 Meter hoch und wog 12 Tonnen. Aber der riesige, sich verjüngende Schwanz, der fast die Hälfte seiner Körperlänge ausmachte, war das verblüffendste Kennzeichen des Diplodocus. Offenbar brachte dieser Schwanz keinen Nutzen bei der Fortbewegung oder anderen Verhaltensweisen. Doch aufgrund seines Aussehens wäre es denkbar, dass er wie eine Bullenpeitsche benutzt wurde, etwa zur Verteidigung. In der Hightech-Welt von Microsoft in der Nähe von Seattle scheinen Dinosaurier Fremdkörper zu sein. Für den Cheftechnologen und Dinosaurier-Fanatiker Nathan Meyerwald jedoch besitzt Diplodocus eine unwiderstehliche Anziehungskraft. Er versucht, den Sauropoden mit Hilfe eines Computers zu enträtseln. Computer können sehr exakt darstellen, wie diese Dinosaurier ausgesehen haben könnten. Die Simulation des Schwanzes enthüllte eine verblüffende Möglichkeit. Das, was mein Interesse geweckt hat, war die Vorstellung, dass diese Schwänze wie Peitschen benutzt wurden. Nathan machte die bahnbrechende Entdeckung, dass der Schwanz des Diplodocus schneller als mit Schallgeschwindigkeit bewegt worden sein könnte. Um einen solchen Knall zu erzeugen, muss er mit Mach 2, also mit weit mehr als 2000 km/h bewegt werden.
Wenn wir von Überschall sprechen, denken wir an die Concorde oder die F-16. Und es erscheint absurd, dass der Schwanz eines Dinosauriers schneller sein soll als der Schall. Und doch entwickelt schon die Spitze einer gewöhnlichen Bullenpeitsche Schallgeschwindigkeit. Wenn die Kuhhaut das aushält, warum nicht auch die eines Dinosauriers? Die Untersuchung der Schwanzknochen mehrerer Sauropoden ergab, dass stets die gleichen Zehenwirbel wie Kettenglieder miteinander verbunden waren. Das ist deshalb so, weil sie ihre Schwänze wie Peitschen gebrauchten. Und wo nutzen sich Peitschen zuerst ab? Dort, wo der starre Teil in den flexiblen übergeht, denn an dieser Stelle wirken ungeheure Kräfte. Und genau dort sind beim Diplodocus die Schwanzknochen kettenartig miteinander verbunden. Seine Schwanzspitze, die schneller als der Schall ist, machte den Diplodocus zu einem wehrhaften Lebewesen. Wozu aber benötigte ein Tier, das 12 Tonnen wog, eine solche Waffe? In den Wäldern lauerte ein gnadenloser Räuber. Vor 148 Millionen Jahren richtete er in Nordamerika ein furchtbares Gemetzel an. Am südlichen Rand der Morrison-Formation in Utah ist der atemberaubende Anblick kahler Felsen alles, was von einem Land geblieben ist, das einst vor Leben wimmelte. Hier grasten zum Ende des Jura ganze Herden pflanzenfressender Dinosaurier, immer auf der Hut vor einem hungrigen Räuber. Raubtiere waren schon immer furchteinflößend. Allosaurus scheint dazu noch bösartig gewesen zu sein. Der 12 Meter lange Fleischfresser wog bis zu 2 Tonnen und konnte blitzschnell zuschlagen. Mit riesigen Klauen und scharfen, sägeartigen Zähnen ausgestattet, glich Allosaurus einem blutrünstigen, prähistorischen Kickboxer. In einem Sommer vor 148 Millionen Jahren hörte es auf zu regnen. Die Flüsse versiegten und die grünen Ebenen Zentral-Utahs verdorrten. Die Tiere fanden kaum noch Nahrung und Wasser. Alles, was es noch gab, waren ein paar schlammige Löcher. Eines von ihnen wurde zur Todesfalle. Heute ist das Areal als Cleveland-Lloyd-Steinbruch bekannt. Wissenschaftler haben hier mehr als 10.000 Dinosaurierknochen ausgegraben. Auch Dale Russell von der State University of North Carolina sucht nach Antworten auf die Frage, was ist damals geschehen und wie kamen die Knochen hierher? Hier hat alles begonnen, vor 148 Millionen Jahren. Während einer fürchterlichen Trockenheit entdeckte eine Gruppe pflanzenfressender Dinosaurier dieses Wasserloch. Die Tiere kamen näher und blieben im schlammigen Untergrund stecken. In ihrer Bewegungsfähigkeit eingeschränkt, gerieten die Pflanzenfresser in Panik. Angelockt vom lautstarken Geschehen erschien ein großer Allosaurus auf der Bildfläche. Er greift sofort an und beginnt, diese Tiere abzuschlachten. Vielleicht haben sie sich gewehrt, brüllten oder kreischten vor Angst. Aber es nutzte ihnen nichts, denn es gab kein Entrinnen. Durch die Schmerzensschreie und den Geruch des Todes angezogen, stürzen sich andere Allosaurier in das Gemetzel. Innerhalb von Minuten ist der Schlamm mit zerrissenen Körpern übersät. Die Fleischfresser geraten in einen regelrechten Blutrausch und fallen auch übereinander her. Wir fanden 13 riesige pflanzenfressende Dinosaurier, dazu 6 fleischfressende, die wohl eher zufällig vorbeikamen und ebenfalls in die Todesfalle gingen. Und wir haben 44 Allosaurier gezählt, die meisten von ihnen noch halbwüchsig, die im Kampf um das Fleisch in dieser Falle getötet wurden. Seit seiner Entdeckung ist dieser Ort geheim gehalten worden, um die Knochen der Dinosaurier, die an jenem schicksalhaften Tag ihr Ende fanden, zu schützen.
Das sind der Arm und die Hand eines Allosaurus. Sie sind größer als die meisten, die wir fanden. Der äußerst kräftige Arm besitzt Klauen, die perfekt dafür geformt sind, die Beute festzuhalten. Und gleich daneben liegt sein Beutetier, ein 20 Tonnen schwerer Sauropode. Auf dieser Seite des Beckens kann man tiefe Rillen erkennen. Verursacht hat sie ein Allosaurier, der Knochenteile aus dem Becken des Tieres herausgebrochen hat. Das gibt einem eine Vorstellung von der Kraft und der Größe des Allosaurus. Allosaurus war wohl der bösartigste Räuber seiner Zeit. Aber sein garstiges Wesen könnte auch Ursachen gehabt haben, die bisher weitgehend unbekannt waren. Rebecca Laws vom Museum of the Rockies in Montana hat das Skelett von Big L studiert, dem am vollständigsten erhaltenen Allosaurus, der je gefunden wurde. Ihre Erkenntnisse könnten sogar Sympathien wecken für das Tier. Dieser Dinosaurier muss höllische Schmerzen gelitten haben. Bedenkt man die Vielzahl von Infektionen an Füßen und Händen, die Verletzungen im Brustkorb und andere krankhafte Veränderungen am Skelett. Einige rühren von Verletzungen her, bei denen Knochen gebrochen und wieder zusammengewachsen sind, wie bei dieser Rippe. Andere wurden durch Infektionen verursacht, wie hier beim Daumenknochen der rechten Hand. Die genaue Untersuchung enthüllte weitere Anomalien. Viele Knochen waren angeschwollen oder gedehnt, während andere vernarbt oder gespalten waren. Insgesamt fand Rebecca an Big Al's Skelett 19 Schädigungen. Von gebrochenen Rippen bis zu einer Knochenmarkinfektion. Osteomyelitis, eine Knochenmarkinfektion, die auch bei Menschen auftritt, ist extrem schmerzhaft. Das ist der Knochen seiner rechten Hand, der sowohl infiziert als auch gebrochen war und wieder zusammengewachsen ist. Hier ist der Knochen der gesunden linken Hand. Allosaurier brauchten Hände und Füße zum Kämpfen. Eine Verletzung muss eine wahre Folter gewesen sein. Diese Verletzung an Big Al's Zeh wirkte sich ähnlich aus, als würde man uns einen Zehennagel ausreißen. Big Al litt unter beträchtlichen Schmerzen. Der Jura war ein Zeitalter der Giganten und Überlebenskünstler. Eine brutale Welt des Tötens und Getötetwerdens. Aber die Evolution hatte sozusagen den Schnellgang eingelegt. Während Diplodocus über den Kontinent donnerte und sein Schwanz mit Schallgeschwindigkeit Peitschenschläge austeilte, wurden die Gewässer von Krokodilen beherrscht. Und am Ende der Nahrungskette kämpften winzige Amphibien um ihr Dasein. Aber für einige, wie den geplagten Allosaurus oder den gepanzerten Stegosaurus, war die Zeit abgelaufen. Nach 60 Millionen Jahren begann Nordamerika sich zu verändern. Der Meeresspiegel stieg und das Klima erwärmte sich. Im Laufe der Zeit versteppten die einst so üppigen Landschaften. Der Jura hatte einige der merkwürdigsten Dinosaurier hervorgebracht, die je gelebt haben. Aber deren Zukunft sah alles andere als rosig aus. Die Stars des Jura mussten sich anpassen oder sie waren zum Sterben verdammt. Vor 135 Millionen Jahren überzogen gewaltige Rauchwolken Nordamerika. Verheerende Naturkatastrophen veränderten das Angesicht der Erde. Die Welt stand an der Grenze zwischen Jura und Kreide. In dieser Zeit sollten einige der größten Schöpfungen der Natur in Vergessenheit geraten. Es verschwanden die legendären Giganten der Vergangenheit, Allosaurus, Stegosaurus und der langhalsige Sauropode Diplodocus. Sie starben aus,
Aber warum? Die gewaltigen tektonischen Bewegungen, die vor 150 Millionen Jahren begannen, erreichten in der Kreidezeit einen Höhepunkt. Vulkane brachen aus. Am Boden des Ozeans öffneten sich Erdspalten, aus denen ununterbrochen Lava floss. Und der Meeresspiegel stieg an. Grabenbrüche rissen den Kontinent Laurasia auseinander. Und Nordamerika driftete nordwärts. Während der Meeresspiegel weiter anstieg, senkte sich das Innere Nordamerikas ab. Allmählich strömte Wasser aus der Arktis und dem heutigen Golf von Mexiko ein. Und es entstand ein flaches Binnenmeer. 1600 Kilometer breit bedeckte es ein Drittel des Kontinents. Wenn wir uns die Umwelt während der frühen Kreidezeit vor 125 bis etwa 110 Millionen Jahren ansehen könnten, würden wir eine semiaride Savanne erblicken. Aber mit dem einströmenden Wasser entwickelte sich in den Uferregionen ein feuchtheißes Klima. Durch das Ansteigen des Meeresspiegels entstand ein flacher Golf, der den Osten vom Westen Nordamerikas trennte. Aus den Savannen Nordamerikas wurden üppige Wälder und tropische Dschungel. Global stiegen die Temperaturen um 5 Grad. Im warmen Feuchtklima der Kreidezeit vermehrten sich Pflanzen und Tiere unglaublich schnell. Und neue Arten entstanden in relativ kurzen Zeitabständen. Zudem kam es zu einer botanischen Revolution. Zum ersten Mal in der Geschichte der Erde hatten Pflanzen Blüten entwickelt. Im Treibhaus der Evolution veränderten Blumen die Welt. Der Paläobotaniker Kirk Johnson vom Naturkundemuseum in Denver untersucht die Ausbreitung von Blütenpflanzen und ihren Einfluss auf die Kreidezeit. Irgendwann vor 125 Millionen Jahren erscheinen die ersten blühenden Pflanzen. Vor 100 Millionen Jahren waren sie bereits sehr verbreitet und gegen Ende der Kreidezeit, vor 70 Millionen Jahren, bestimmten sie das Gesicht der Landschaft Nordamerikas. Johnson sieht einen Zusammenhang zwischen der Entwicklung der Blüten und dem Ende der Dinosaurier. Die botanische Revolution wirkt sich auch auf die Evolution der Dinosaurier aus. Einige Dinosaurier werden kleiner und bekommen größere Köpfe. Ihre Kiefer sind mit hochentwickelten Kaumechanismen ausgestattet. Zu ihnen zählt man Hadrosaurier, besser bekannt als Entenschnabelsaurier. Die größten waren über 9 Meter lang und wogen 3 Tonnen. Aber das Besondere war ein Maul, das mit 1000 ineinandergreifenden Zähnen bestückt war. Einige interessante Gesichtsmerkmale und ihre Mäuler sagen etwas darüber aus, auf welche Weise sie sich ernährt haben könnten. Diese späten Kreidezeit-Dinosaurier zerrieben die Pflanzen, um sie aufzuschließen, zwischen ganzen Batterien von Zähnen. Hadrosaurier waren während der Kreidezeit die meistverbreitete Saurierart. In Herden von wahrscheinlich vielen tausend Tieren zogen sie über die Ebene Nordamerikas und hinterließen dabei eine Spur der Verwüstung. Für Herdentiere ist die Kommunikation und die Identifikation von Artgenossen besonders wichtig. Das dürfte auch auf Hadrosaurier zugetroffen haben. Aus der Entfernung sahen alle Entenschnabelsaurier gleich aus. Näher betrachtet enden die Ähnlichkeiten. Einige Arten entwickelten sogar ganz erstaunliche Auswüchse an ihren Schädeln. Lambeosaurus trug einen axtförmigen Kamm. Der Kamm des Corythosaurus saß wie ein Helm auf seinem Kopf. Diese Hauben- oder Helmsaurier waren zwischen 9 und 14 Meter lang und wogen bis zu 4 Tonnen.
Bestückt mit Stacheln, Dornen und Höckern, gehörten die bizarr aussehenden Tiere nicht zu den hübschesten Lebewesen, die es damals gab, aber sie fielen in der Menge auf. Der berühmteste war Parasaurolophus. Sein Kamm bildete einen fast 2 Meter langen hornartigen Tubus, der von der Nase aus nach hinten verlief. Seit man ihn 1920 fand, beschäftigt Parasaurolophus die Wissenschaftler. Einige hielten den Kamm für einen Schnorchel zum Atmen unter Wasser. Doch da der Tubus am unteren Ende geschlossen ist, fällt diese Möglichkeit aus. Es gab viele Theorien. Im Naturkundemuseum von New Mexico in Albuquerque hat auch Tom Williamson versucht, das Geheimnis zu lösen, das diese knöcherne Ausstülpung umgibt. Als Parasaurolophus lebte, war New Mexico größtenteils von subtropischem oder tropischem Dschungel bedeckt. Deshalb glauben wir, dass Dinosaurier wie Parasaurolophus Töne von sich gegeben haben könnten, um miteinander zu kommunizieren. Solche Töne konnten das dichte Unterholz durchdringen. Mit den Kämmen wurden sehr verschiedenartige Töne erzeugt. Auf diese Weise verständigten sich die Tiere, insbesondere dann, wenn sie sich nicht sehen konnten. Um diese Theorie zu überprüfen, untersucht Williamson das Innere des Kamms mit Hilfe eines Computertomographen. Das ist ein Teil des Schädels eines Parasaurolophus, sozusagen die Seitenansicht. Hier haben wir die Augenhöhle und das ist der Kamm, der vom Schädeldach aus bis weit hinter den Kopf reicht. Wir wollen die innere Struktur des Kamms freilegen, das Labyrinth, das sich in den Tuben befindet. Der Computertomograph produzierte hunderte von Röntgenaufnahmen, die zu einem dreidimensionalen Bild zusammengefügt werden können. Im Innern sind 10 Hohlräume zu erkennen, die mit den Atemwegen des Tieres verbunden waren. Das deutet darauf hin, dass Parasaurolophus seinen Kamm zur Erzeugung von Tönen benutzt haben könnte. Um herauszufinden, wie, wandte Williamson sich an den Computerexperten Carl Diegert von den Sanger National Labs. Gemeinsam generierten sie den Kamm auf einem Hochleistungscomputer. Das Labyrinth der Tuben und Resonanzräume ähnelt denen eines Waldhorns. 68 Millionen Jahre nach dem Aussterben des Parasaurolophus ist sein Ruf wieder hörbar geworden. Der Grundton ist ziemlich tief. Er liegt bei 38 Hertz. Das ist eine vereinfachte Version. Im Original war der Ruf vielgestaltiger. Gemessen am längsten Hohlraum ist der Grundton ein 2-gestrichenes D gewesen. Der längste Hohlraum produzierte den Grundton und die kleineren Tuben erzeugten höhere Töne. Erklangen sie gleichzeitig, wurden sie zu einem urzeitlichen Akkord. Ein ziemlich überraschender Sound. Nicht das, was Menschen in diesem Jahrhundert musikalisch erzeugen würden. Er klingt ein wenig chaotisch. Sowas habe ich nie zuvor gehört. Mir läuft es eiskalt den Rücken runter. Der seltsame Ruf des Parasaurolophus durchdrang die Wildnis der oberen Kreidezeit. Aber ein anderes Geräusch war weit furchterregender. Am Ende der Kreidezeit war ein Räuber entstanden, unvergleichbar mit allen, die die Welt je gesehen hatte. Vor 68 Millionen Jahren waren die Ufer des Binnenmeers in Ostmontana ein höchst gefährliches Pflaster.
Nach 170 Millionen Jahren Dinosaurier-Evolution war der ultimative Großwildjäger erschienen. Tyrannosaurus Rex. Tyrannosaurus Rex war nicht der größte Dinosaurier, den es gegeben hat. Aber er war groß genug und mit scharfen Sinnen und einer ungewöhnlichen Sehkraft ausgestattet. An seinem Körper gab es nichts zu verbessern. Und die Kraft lag in seinen Beinen. Die massiven Knochen waren von regelrechten Muskelbergen umgeben. Seine Schenkel waren dick wie Säulen, die Beine dagegen mager, wie die eines Rennläufers. Den Gewichtsausgleich für den schweren Kopf bildete ein 6 Meter langer Schwanz, bestehend aus einer halben Tonne Sehnen. Schwanz und Kopf in perfekter Balance hätte T-Rex jeden olympischen Sprinter geschlagen. Aber sein hervorstechendstes Merkmal waren Kiefer, dicht besetzt mit Zähnen, die Autoblech hätten durchbeißen können. Das hier nenne ich den Rottweiler-Effekt. Der Hinterkopf, wo die Kiefermuskeln ansetzen, ist unglaublich breit. Die Kiefermuskeln nahmen einen riesigen Platz ein. Wenn sie ein T-Rex wären und sie würden ihren Rachen aufreißen, könnten sie das Muskelgewebe spüren, wie es kontraktiert. Sie könnten mit einem Biss jedes Tier ihres Ökosystems töten. Und sie hätten sozusagen eine Panzerabwehrkanone. Die Zähne sind nicht scharf, sie sind projektilartig geformt, um Panzerung zu durchdringen, nicht um verwesendes Fleisch zu zerteilen. Sie sind dazu konstruiert, ein Rückgrat zu zerbrechen. Weiter vorn befinden sich eng nebeneinander stehende Schneidezähne, mit denen er Fleisch vom Knochen lösen konnte. Heutige Tiere, die derartige Schneidezähne haben, putzen sich damit gegenseitig. Möglicherweise pflegte auch T-Rex eine derartige soziale Bindung. Social Bonding. In Fort Peck in Ostmontana nähern sich Keith Rigbys Ausgrabungen für dieses Jahr ihrem Ende. Immer neue Fossilien kommen zum Vorschein. Sobald sie aus dem Boden heraus sind, werden die Knochen in Gipsbinden eingewickelt. Die beste Methode für den sicheren Transport und die anschließende Lagerung. Es können Jahre vergehen, bis die Untersuchung dieser Fossilien abgeschlossen ist. Aber bereits jetzt stützen Rigbys Funde die Theorie, dass Tyrannosaurus Rex liebevoll mit seinem Nachwuchs umgegangen ist. Diese Ausgrabungsstätte enthält sowohl Reste des Räubers T-Rex und die anderer fleischfressender Dinosaurier, als auch deren Beute. Also sowohl Entenschnabeldinosaurier bzw. Hadrosaurier und den T-Rex. Vielleicht brachten die räuberischen Fleischfresser große Stücke ihrer Beute an einen zentralen Ort, um dort ihre Jungen damit zu füttern. Vielleicht lebten sie in einer viel organisierteren Sozialstruktur, als wir bereit sind, ihnen zuzugestehen. Sie sind einfach losgezogen, um Pizza oder einen Sack Rippchen zu besorgen. Den brachten sie dann nach Hause. Und wir finden jetzt die Reste dieser Mahlzeiten. Rigbys Ansichten werden von Pete Larsen, einem Dinosaurierjäger vom Blackwell Institute in South Dakota, unterstützt. Auch er entdeckte eine T-Rex-Familie. Sue, der bekannteste T-Rex, den wir seit 1990 freilegen konnten, wurde zusammen mit den Überresten eines kleineren Männchens gefunden. Dazu ein Halbwüchsiger mit einer Schädellänge von etwa 45 cm und ein Baby, dessen Schädel nur 24 cm lang war. It would be a real
Als Familieneinheit zu handeln, hätte Vorteile gehabt, vor allem was die Ernährung betrifft. Diese Räuber mussten jeden Tag fressen. Wahrscheinlich lebten sie monogam in ihren Partnerbeziehungen. Die Weibchen, die größer als die Männchen waren, hielten die Familie zusammen. Die Jungen blieben so lange bei den Erwachsenen, bis sie die Jagdtechniken erlernt hatten. Um effektiver zu sein, bildeten sie anschließend Rudel. Das Bild des T-Rex als treusorgender Partner und Vater steht im Widerspruch zu traditionellen Auffassungen. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts zeigte Hollywoods Version der tyrannischen Echse einen wütenden, hinterlistigen Junggesellen. Schon ein einzelner Tyrannosaurus wäre grauenvoll gewesen, ein Rudel mit Sicherheit der ultimative Albtraum. Wir erkennen Fußabdrücke von gigantischen, fleischfressenden Dinosauriern. Es sind stets mehrere nebeneinander. Ich bin ein T-Rex, meine Partnerin ist da drüben. Ich laufe auf dieser Seite, sie auf der anderen. Und wenn wir beide der Meinung sind, dass wir den Triceratops oder den Entenschnabel töten können, rennen wir los. Ich habe die längsten und kräftigsten Beine aller Tiere hier. Und ich kriege sie alle. Drei oder vier von uns suchen sich ein schwächeres Beutetier in der Herde. Und dann töten wir es. Tyrannosaurus Rex war der unbestrittene König der Kreidezeit. Aber seine Herrschaft währte nicht lange. Als die letzte Generation von Tyrannosauriern über die nordamerikanische Landschaft blickte, ahnte sie noch nicht, dass ihr Ende unmittelbar bevorstand. Vor 65 Millionen Jahren verschwanden die Dinosaurier aus den Annalen. Ihr Tod markierte das Ende einer Ära und den Beginn einer neuen. Geologisch gesehen markiert eine Sedimentschicht die Grenze zwischen Kreide und Tertiär. In ihr existiert eine Iridium-Anomalie, die auf den Einschlag eines großen Meteoriten hindeutet. 1978 entdeckte der Geologe einer Ölgesellschaft einen Krater vor der Halbinsel Yucatan in Mexiko. Er liegt einen Kilometer unter dem Meeresspiegel und misst im Durchmesser etwa 300 Kilometer. Bohrkerne zeigen ungewöhnlich hohe Iridiumanteile. 1980 brachten Wissenschaftler der Berkeley University in Kalifornien erstmals das Iridium mit einem Objekt aus dem Weltraum in Verbindung und mit dem Aussterben der Dinosaurier. An einem schicksalhaften Tag vor 65 Millionen Jahren erreichte ein riesiger Meteorit unser Sonnensystem. Mit einem Durchmesser von 10 Kilometern und einem Gewicht von 1 Billion Tonnen flog er in Richtung Erde, 80.000 Kilometer pro Stunde schnell. Als er die Erdatmosphäre durchbrach, müssen die Dinosaurier einen riesigen Feuerball, der einen gleißenden Lichtschweif hinter sich herzog, gesehen haben. Dann ließ ein ohrenbetäubender Überschallknall die Erde erzittern. Beim Aufprall explodierte der Meteorit mit der Kraft von 100 Millionen Wasserstoffbomben. Yucatan war der ungeeignetste Ort, an dem der Himmelskörper die Erde treffen konnte. Eine seltene Kombination von Mineralien, die das Gestein enthielt, ließ einen riesigen Feuerball entstehen, alsbald gefolgt von saurem Regen. Die Tage der Dinosaurier, die die Katastrophe überlebt hatten, waren gezählt. Eine Hülle aus Schwefel und Kohlendioxid ließ den Globus in einen nuklearen Winter fallen. Urplötzlich sank die Temperatur. Die Vegetation welkte und Nahrung wurde knapp. Unfähig, sich den umwälzenden Veränderungen anzupassen, starben die Dinosaurier aus und es wurde still auf der Erde. So könnte es gewesen sein, aber mehr als 100 weitere Theorien wurden bis heute entwickelt. Dass der Tod aus dem Weltraum kam, ist durchaus vorstellbar. Aber viele Paläontologen glauben inzwischen, dass das allein nicht ausreichte, um die Dinosaurier sterben zu lassen. Musik.
Der Aufprall dieses Himmelskörpers kann nicht das erklären, was wir hier in den Felsen Montanas angetroffen haben. Es scheint nicht zu dem zu passen, was die Felsen uns erzählen hinsichtlich der wirklichen Ursache des Dinosauriersterbens. Möglicherweise waren sie bereits im Schwinden begriffen, waren geografisch eingeengt und standen unter Druck. Vielleicht brachte der Asteroid vor 65 Millionen Jahren das Fass nur zum Überlaufen. Es gibt den physikalischen Beweis für einen gigantischen Asteroiden und den biologischen für das Aussterben. Ein einfaches Ursache-Wirkungsprinzip. Der Asteroid hat die Dinosaurier getötet. Zum Ende der Kreidezeit haben die Pflanzen sich sehr verändert. Es wurde darüber spekuliert, dass die Dinosaurier, die dieses neue Laubwerk gefressen haben, nicht in der Lage waren, es richtig zu verdauen. Dass sie sich zu Tode gebläht hätten oder regelrecht explodiert seien. Wie auch immer, die Dinosaurier sind verschwunden, aber ihr Vermächtnis lebt weiter. Neue Funde deuten darauf hin, dass irgendwo in einem urzeitlichen Wald ein winziger, zweifüßiger Räuber mit gefiederten Flügeln auftauchte. Zusammen mit einigen der bemerkenswertesten Dinosauriern, die je gelebt haben, machte er Nordamerika zum wirklichen Jurassic Park. Nicht alle Dinosaurier gingen zugrunde. Als die Landschaft sich veränderte, passten sie sich an. Und gerade als ihre Zeit abgelaufen zu sein schien, erschuf die Evolution den prächtigsten Dinosaurier von allen.